Also, zum Fleisch marinieren brauchen wir grundsätzlich zwei, drei Sachen. Das eine ist entweder Butter, Olivenöl oder Süßesöl. Das muss ja nicht immer so Olivenöl sein, die einen Leute das nicht so gerne. Es braucht ein Gewürz, ein Fleischgewürz, ein Bullengewürz, ein Fischgewürz, das fixfertig abgerundet ist. Und nachher braucht es relativ viele frische Kräutchen dazu. Und jedes Mal haben wir etwas anderes. So. Es ist eigentlich 99% von allen Kochbüchern kannst du fortwerfen. Schreiben alle Fleisch ab oder zum Poren schliessen. Fleisch hat keine Poren. Aber ich bin nur Metzgermeister, aber das weiss ich. Also, was will ich denn schliessen? Die Haut hat Poren, die atmet. Aber das Fleisch nicht. Jetzt marinieren wir eines vom geilsten Willenweg, wo ihr einfach sagt, das muss ins Internet. Ja, weil das wissen die meisten Leute nicht, wie man die Bulle richtig marinieren. Weil alle Leute um die Bulle auf der Haut marinieren, die Haut lässt aber kein bisschen Gewürz, kein Salz, nichts durch. Darum hat das Fleisch nie Aroma. Und darum tun wir hier die Haut ablösen. Das geht ganz einfach. So. Und jetzt tun wir das Fleisch würzen. Dort, wo das Aroma auch herkommt. So. Und jetzt kann ich so gerne frische Kräutchen rein tun. Sei das ein bisschen Matschikraut, ein bisschen Thymian. Tue das unter die Haut legen, dann verbrennt es nicht, gibt keinen Bitterstoff. Und das ganze Aroma kommt wirklich aufs Fleisch, wo wir es eigentlich haben. So, und jetzt tun wir außen dran noch ein bisschen würzen für die Haut. Das ist meine Fleischmischung hier. Die ist einfach mit Meersalz gemacht. 52% Meersalz und der Rest sind ein Haufen frische Kräutchen, Ingwer, getrocknete Kräuter, oder? Und ein bisschen Paprika hat es noch drin, also etwa 12 oder 13 Kräuter verschiedene. Jawohl, so. Jetzt gehen wir mit diesen Produkten ab auf den Grill.